Seit 10 Jahren sind Sportwetten die populärste Form von Glücksspielen. Laut Statistiken sind 2 von 10 Menschen bereits in ihrem Leben schon mal eine Sportwette eingegangen. Und anscheinend gibt es sogar Menschen, die von Sportwetten leben können. Und das stelle ich mir schon richtig cool vor. Irgendwo vorm PC sitzen, ein paar Wetten eingehen für eine Sportart, für die man sich sowieso interessiert und davon seinen Lebensunterhalt bestreiten. Und ich finde, genau das klingt eigentlich viel zu gut, um wahr zu sein. Und genau das wollen wir heute einmal herausfinden. Ich nehme jetzt für 7 Tage satte 500 Euro in die Hand und versuche, als wirklich absoluter Laie, damit so viel Geld zu verdienen, wie es überhaupt nur möglich ist. Deshalb, wie Sportwetten funktionieren, was man dabei wirklich beachten muss und wie viel Geld man innerhalb von einer Woche verdienen kann, erfahrt ihr hier in diesem Video. An dieser Stelle schon mal ein kleiner Spoiler. Was am Ende rausgekommen ist, hätte ich selber nie gedacht. Aber bleibt unbedingt bis zum Ende und überzeugt euch selbst. Bevor es jetzt aber mit diesem Video weitergeht, könnt ihr an dieser Stelle gerne schon mal den Kanal abonnieren, um kein Experiment mehr zu verpassen. Und wenn euch diese Videos gefallen, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und ein paar Kommentare schreibt. Doch zunächst einmal, wie funktionieren Sportwetten überhaupt und wie findet man vor allem einen passenden Anbieter? Sportwetten sind mittlerweile um einiges komplexer und komplizierter geworden, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war. Es geht nämlich mittlerweile nicht mehr nur darum, auf Sieg oder Niederlage zu wetten. Es gibt zwar immer noch die sogenannten Siegwetten, hinzugekommen sind aber noch weitere Arten, wie zum Beispiel Über- und Unterwetten. Im Grunde genommen kann man auf jedes größere Sportereignis wetten. Die beliebtesten Sportarten sind hier jedoch Fußball, Tennis oder Boxen. Aber auch Football, Baseball oder Basketball werden hier immer beliebter, um Geld durch Sportwetten zu verdienen. Grundsätzlich gibt es 3 verschiedene Arten von Sportwetten. Die erste Art ist die sogenannte Einzelwette. Die Einzelwette ist die einfachste Form der Sportwette. Dabei wird auf das Eintreffen eines einzigen Ergebnisses gewettet, beispielsweise auf den Ausgang eines Fußballspiels. Die zweite Art sind sogenannte Kombiwetten. Bei einer Kombiwette werden mehrere verschiedene Spiele oder Wettergebnisse zu einer Wette kombiniert. Und die dritte Art sind sogenannte Systemwetten. Systemwetten sind eine Erweiterung der Kombiwetten. Bei dieser Wettform dürfen im Gegensatz zu einer Kombiwette auch 1 oder 2 Tipps falsch sein. Trotz ein paar Fehler können so noch Gewinne erzielt werden. Um Sportwetten zu betreiben, braucht man natürlich einen Sportwettenanbieter. In Deutschland gibt es mittlerweile viele verschiedene Anbieter, die sich nicht wirklich groß unterscheiden. Zu den größten zählen unter anderem bwin, Bet at Home oder Bet365. Wir haben uns heute für unser Selbstexperiment für den Anbieter bwin entschieden. Und nein, an dieser Stelle ist es keine bezahlte Partnerschaft. Ihr könnt auch gerne irgendwelche anderen Anbieter nehmen, aber bwin ist einfach einer der bekanntesten und dementsprechend habe ich mir das einfach als Handy-App runtergeladen und einfach mal direkt 500 Euro drauf eingezahlt. Im nächsten Step habe ich die erste Wette mal ein bisschen entspannt angehen lassen und habe erstmal 25 Euro reingesteckt. Ich bin verdammt aufgeregt. Ich habe jetzt tatsächlich, wie ihr sehen könnt, meine ersten 500 Euro gerade über PayPal hier einbezahlt und ich werde jetzt direkt mal meine ersten Wetten platzieren, denn heute Abend um 20.45 Uhr spielt nämlich Italien gegen Deutschland Fußball und ich werde jetzt einfach mal meine ersten 25 Euro auf Italien setzen. Ich platziere jetzt hier gerade meine erste Wette und mein möglicher Gewinn bei dieser Wette, ich weiß nicht, ob man sehen kann, ich glaube aber eher schwierig, sind 80 Euro, denn die Quote liegt bei 3,4 auf Italien. Ich habe 25 Euro gesetzt und könnte 80 Euro gewinnen oder alles verlieren. Die ersten 25 Euro waren natürlich direkt weg. Ich meine, es war einfach eine Wette, hat man nicht viel erwarten können. Dementsprechend habe ich jetzt einfach mal ein bisschen mehr gesetzt und zwar 100 Euro. Der erste Tag ist rum und ich habe natürlich mein Geld verloren. Aber es war ja auch dementsprechend nur 25 Euro und nur eine Wette. Deshalb habe ich heute mal 5 Wetten rausgesucht und habe über 100 Euro gesetzt. Bisher auch wieder nur Fußballwetten, aber ich warte jetzt einfach mal ab, was dabei heute rauskommt und dementsprechend entscheide ich, ob ich vielleicht mal wirklich in Basketballwetten, Tischtenniswetten oder sonstige Wetten gehe. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Auch die 100 Euro an einem einzigen Abend weg.
Genau aus dem Grund habe ich mir einfach mal ein paar andere Strategien überlegt. Leute, ich bin am Verzweifeln. Ich habe tatsächlich alle 5 Wetten verloren und habe somit jetzt nur noch 320 Euro über. Deshalb muss ich jetzt wirklich langsam mal schauen, dass ich meine ersten Gewinne mache. Und deswegen werde ich mich mal umschauen, ob ich dementsprechend vielleicht mal eine andere Wette außer Fußball abschließe. Aber 2 Fußballwetten muss ich heute noch machen, denn heute spielt Deutschland gegen England und Italien gegen Ungarn. Und ich werde jetzt einmal auf England setzen, plus auf Unentschieden bei Italien, Ungarn. Weil wenn das passiert, habe ich mit der Quote schon wieder einiges an Geld reingeholt. Also, ich habe jetzt mal beschlossen, wirklich auch auf Tischtennis und Tennis zu wetten, plus wieder 2 Fußballspiele. Ich habe jetzt wieder über 100 Euro gesetzt und bin jetzt super gespannt, was dabei rumkommt. Ich glaube, die Strategie zu ändern war verdammt gut, denn ich habe jetzt tatsächlich meine ersten Gewinne gemacht. Hier mit einer Wette 60 Euro plus und es stehen heute noch viele weitere Wetten an, die ich angetreten bin. Deswegen bin ich gespannt, was ich am Ende des Tages heute verdiene. Aber das Ganze habe ich jetzt mit Tischtennis gewonnen, denn vielleicht ist das Ganze einfach eine bessere Nische als Fußball. Die Strategie, auch mal auf andere Sportarten zu setzen, außer Fußball, in dem Fall eben Tischtennis und Tennis, obwohl ich mich da auch überhaupt gar nicht auskenne, war gar keine schlechte Idee, denn hier konnte ich tatsächlich ein bisschen Geld verdienen. Bevor ich jetzt auflöse, wie viel Geld ich verdienen konnte und ob ich mir davon vielleicht sogar eine Rolex gekauft habe, will ich ganz kurz eine Sache dazu noch sagen. Und zwar, ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Es handelt sich hier wirklich um ein Glücksspiel, welches auch tatsächlich süchtig machen kann. Weil natürlich, wenn man irgendwie das Geld verliert, hat man schon den Drang dazu, direkt wieder was zu setzen und zu sagen, hey, heute ist ja wieder ein Fußballspiel, die müssen heute gewinnen. Und so kommt man relativ schnell in eine Sucht rein. Deshalb, alleine deswegen, würde ich euch schon mal wirklich davon abraten. Mit Freunden bei einer Fußball-WM mal zu wetten, ein paar Wetten einzugehen, ist ja vollkommen cool, aber man sollte niemals die Intention haben, damit wirklich seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. So, jetzt aber zu der Frage, was habe ich letztendlich verdient? Dazu bin ich jetzt einfach hier mal in meinem Handy live in die App reingegangen und hier seht ihr genau, wie viel ich jeweils gewonnen habe. Die ersten 2 Wetten direkt verloren. Dann habe ich hier mal wieder 68 Euro gewonnen, hier habe ich mal 85 Euro gewonnen. Und hier habe ich mal 49 Euro gewonnen und einmal 60 Euro gewonnen. Das heißt, insgesamt habe ich 200 Euro verdient, aber ich hatte auch einen Einsatz von 500 Euro. Das heißt, ich bin innerhalb von 7 Tagen nicht Millionär geworden, sondern 300 Euro ärmer. Deshalb jetzt die große Frage an euch. Es gibt ja da draußen im Internet mittlerweile sogar Signale, die einem zeigen sollen, wie man richtig die Wetten platziert, dass man wirklich auch monatlich damit gutes Geld verdient. Sollen wir dazu mal ein Selbstexperiment machen, dass wir wirklich mal in so einen Bot reingehen und solche Signale kaufen und aufgrund dieser Signale einfach mal Sportwetten eingehen? Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt das Ganze gerne in die Kommentare, dann werden wir dazu einen Teil 2 machen. Abonniert auch auf jeden Fall den Kanal, um das Video auf gar keinen Fall zu verpassen. Und wenn ihr allgemein diese Videos feiert, würde ich mich sehr über ein Like freuen.